Ich hatte die große Chance, das war wirklich die Chance meines Lebens, dass ich an der Akademie der Künste der DDR Meisterschülerin werden durfte. Und mein Mentor und Professor war Professor Werner Klemke. Auch die Neue Quevedo war bei ihm. Also das war ein Mann, der uns also fast unbegrenzte Freiheit gelassen hat, uns selbst zu finden. Und ich war inzwischen auch in einem Alter, wo es drängelte und wo ich einfach mit Illustrationen nicht mehr auskommen konnte. Ich hatte auch keine große Neigung, auf kleine Formate zu gehen. Denn das ist also, hat nichts mit einer Sucht nach Auffälligkeit zu tun, sondern jeder Künstler hat einen bestimmten Temperamentsbogen. Und da gibt es also hervorragende Arbeiten, die befinden sich auf kleinem Format, und dann gibt es wieder andere, da braucht man so etwas, dass man große Linien ziehen will. Und das habe ich immer zu meiner Unzufriedenheit gemerkt. Das ist ja im Grunde genommen so, das Handwerk lernt man, ja. Und irgendwann kann man es auch mit Vorbehalt gesagt. Ja, man lernt nie aus. Aber Kunst, das lernt man nicht, das kriegt man nicht gelehrt, sondern das ist eine Sache, die setzt ein mit menschlicher und geistiger Reife, mit einer bestimmten Kunsterfahrung, die man im Aufnehmen gemacht hat. Und dann ist etwas angestaut und etwas angesammelt. Und diesen Druck habe ich gemerkt, und das ging ganz sehr schnell, Also für mich ist ja nicht so sehr typisch Porträt oder Selbstporträt. Deshalb sind das eigentlich so mehr meine Randbezirke, die jetzt hier aufgrund dessen, dass das Thema so lautet, in der Ausstellung sind. Also mich muss schon jemand so faszinieren, dass ich unbedingt ein Porträt machen will. Die Dargestellte ist eine Kunstwissenschaftlerin, mit der ich also viel zu tun hatte. Aber diese Differenz zwischen einer so jungen und schönen Frau und einer unheimlich, nahezu demonstrativen Ernsthaftigkeit, das war für mich so ein Widerspruch, den ich mir einfach ins Bild holen wollte. Ob mir das gelungen ist, die Porträtierte hat sich dazu nie geäußert. Ja, aber ich denke schon, es ist meine Absicht, die habe ich realisiert. Ich bin die Alte geblieben, ich habe mich also in keiner Weise formal angepasst. Ich habe mich höchstens formal mit dem Material angepasst. Und das ist eine Frage von Lagerung. Ich habe nicht mehr das Atelier, was ich mal hatte. Das habe ich also verloren, wie viele um 90. Und ja, die Lagermöglichkeiten sind begrenzt. Und da habe ich dann angefangen, sehr viele Arbeiten auf Papier zu machen, weil ich die auch besser lagern kann. Und es gibt noch ein paar andere interne Gründe, weswegen ich manchmal von Terpentin Abstand nehmen muss. Aber ich bin auch eine Zeichnerin und ich liebe es, auf Papier farbig oder schwarz-weiß zu arbeiten. Und das sind ja auch immer sehr ausgewiesen thematische Arbeiten. In dem Sinne, wie sich gesellschaftliche Zusammenhänge oder ein System ändert, werde ich eine Reaktion haben. Und die Reaktion ist dann auch abhängig auf das, was die Wirklichkeit anbietet. Also in dem Sinne nur kann ich mich verändert haben, indem ich Themen aufgreife, die es vielleicht zu einer Zeit in der DDR nicht gegeben hat, die für mich heute bedrängend sind. Aber im Grunde genommen habe ich das gleiche Prinzip beibehalten. Ich bin vielleicht manchmal etwas heftiger noch geworden und unverbindlicher. Oder ich weiß nicht, das müssen Sie beurteilen, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Dass ich die Kollwitz liebe und verehre, es wird kaum eine Künstlerin hier sitzen, die das nicht sagt. Dass man mich oft in ihre Nähe gestellt hat, das finde ich ganz ungerecht ihr gegenüber. Und das hat nur damit etwas zu tun, und dort gebe ich es zu. Das Geschlechterspezifische in der Kunst, worüber ich mir sehr viel auch schriftlich Gedanken gemacht habe. Und diese Thematik, die also nicht männlich anempfunden, sondern aus der Körpererfahrung der Frau ganz bestimmte Tiefe erhalten kann. Das sind so die Dinge, die vielleicht in ihre Nähe gehen können, aber nur inhaltlich. Ja? So. Und ich habe eine Zeichnung, die hat sie 1903 gemacht.
die Mutter mit dem toten Kind. Das hat sie gemacht, dieses Blatt, als ihr Sohn noch nicht gefallen war, 1918. Aber diese Faszination, die ich dabei erlebt habe, wenn also eine Mutter gebiert das Leben und zugleich die Angst und den Tod des Lebens. Und das kann man merken, wenn eine Frau so ein Blatt macht, wie die Kollwitz es gemacht hat, das tote Kind, die Frau und das tote Kind von 1903. Das hat mich also immer begleitet und immer fasziniert. Das habe ich immer irgendwo in meiner Tasche, weil ich das brauche. So. Und dann habe ich so gedacht, es gibt ja viele, die machen so Hommage. Ah. Und dann ist in unserer Familie etwas passiert, dass das Kind meiner Schwester tödlich verunglückt ist. Und dann ist dieses Blatt mir immer so nahe gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte am liebsten dieses Blatt auf meine Weise nehmen, übertragen und es auf irgendeine Weise umbilden. Und das fand ich so unverschämt von mir, dass ich damit angefangen hatte und es ganz weit weggesteckt habe. Inzwischen hat man noch lange über den Tod nachgedacht und getrauert und so. Und dann fand ich das Blatt und da habe ich gedacht, mach es doch einfach mal. Nenne es, als Nadine starb, und schreibt dazu, Hommage à Käthe Kollwitz. Denn ich will mir ja nichts anmaßen und klauen von ihr, sondern es soll einfach nur eine Huldigung sein. Und das habe ich also ganz weit getrieben und nehme immer wieder Abstand, weil ich den Abstand immer wieder brauche, um das zu beurteilen, ob man sowas machen darf, ob ich das machen kann. Aber es reizt mich ungemein und ich werde es zu Ende bringen. Es ist ein ziemlich großes Blatt. Also eine Zeichnung. Es ist nur mit Bleistift.